Guten Abend, meine Damen und Herren, Kinder und Jugendliche. Dies ist eine Eilmeldung. Bitte beachten Sie, 200 deutsche Soldaten in der Ukraine. Diese Soldaten haben keine Aufgabe dort, sie werden dazu dienen, uns in eine Opferrolle zu bekommen. Es heißt, dass die Soldaten auf die OSZE-Mitarbeiter aufpassen sollen, um deren Schutz zu garantieren. Dabei genießen diese OZE-Mitarbeiter einen sicheren Aufenthalt in der Ukraine. Gerade bei den sogenannten Separatisten haben sie sicheren Geleit. Das war auch so kurz nach dem Flugzeugunglück der MH17. Dort haben die prorussischen Kräfte die Gebietshoheit gehabt und die Organisationen hatte nichts zu beanstanden, benachteiligt zu werden. Bald werden die 200 Soldaten aus Deutschland in der Ukraine ihre Aufgabe wahrnehmen und es wird heißen, dass die Mehrheit der Soldaten durch Gefechte mit den Separatisten ums Leben gekommen sind. Daher ist es schon im Vorfeld gut zu wissen und genau hinzuschauen. Die NATO-Kriegsgewollten werden andere unter falscher Flagge töten und Deutschland wird dann mit in diesem Konflikt militärisch agieren. Es sei denn, wir zeigen diese Theorie jetzt schon auf, um den Lügen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich wünsche Ihnen einen windlosen schönen Schlaf und wir hören uns ein nächstes Mal wieder.